Tausende Menschen benutzen jeden Tag den Hochablass über den Lech zwischen den Stadtteilen Hochzoll und Spickel als Weg zur Schule, Arbeit, Universität und natürlich zum Freizeitvergnügen. Von Montag, den 16. bis Donnerstag, den 19. Juli, ist er gesperrt. In dieser Zeit laufen Abbrucharbeiten von Betonelementen. Schon seit Tagen sind an der Stelle Bagger zugange.